grüß euch beieinander. Der Tag beginnt, und zwar mit was Feines. Draußen ist ein bisschen, naja, nicht so ganz toll. Der Weihnachtsmarkt steht vor der Tür und es gibt ja Glühwein und sowas gibt es ja immer. Jetzt stellt sich die Frage, was könnte man denn noch machen, wem Glühwein zu süß ist, ich gehöre da dazu, der findet vielleicht sein Heil in Jägertee. Jägertee, klassisch schwarzer Tee, mit Rum, richtig tüchtig Rum und ein Stamperler Schnaps. Tja, dann würde ich einmal sagen, wir machen jetzt mal original Jägertee, so wie er überliefert ist, nämlich mit einem Rum. Normalerweise nimmt man ein Strohrum, ein Stamperler, oh ja, das ist schon lange, dann ein Schnäpschen. Ich habe da Quitte. Man kann aber dann nehmen, jetzt, was man will. Man ist ja jetzt da nicht von der Quitte abhängig, sage ich jetzt einmal. So. Scheißkorken. So, einen Schluck davon. So. Und dann füllt man das Ganze eigentlich nur noch mit schwarzem Tee auf. Ja, ist ja recht. So. Fertig ist der Jägertee im eigentlichen Sinne. Wobei ich immer der Meinung bin, wenn man ein traditionelles Rezept macht, sollte man sich dann auch an die Vorgaben ungefähr schon mal halten. Also dass da wegen Schnaps und Tee und dann so nichts. Oh, kommt gut die Brühe. Oh ja, das bleibt. Reden wir doch jetzt mal über Abwandlungen. Wir probieren jetzt einmal noch was anderes. Für mich persönlich, für mein Empfinden, ich beschreibe immer nur das, was ich gern hätte. Wir nehmen uns einen Kräuterlikör, auch der Stempeler, fügen dem einen guten Schuss Zitrone hinzu und gießen auch wieder mit einem Stempeler, sprich 2 Zl, Apfelsaft. Und den Rum behalten wir bei, weil ich finde Rum im Tee immer gut. Bin ich echt ein großer Freund davon. Und auch die Schüssel Schnaps darf auch sein. So. Das ist einmal das Frühstück der Champions, möchte ich sagen. Und wieder schwarzer Tee. Und zum Schluss nochmal ein Stamperle, wieder 2 Zl Orangensaft. So, gibt sich natürlich jetzt farblich alleine schon anders. Ist nicht mehr so freundlich. Es ist schon noch freundlich, aber eher okay. Möchte ich jetzt einmal sagen, was wird dunkelbraun. Durch die Säfte natürlich auch mehr Süße und auch mehr Säure durch Orange und Zitrone. Feine Sache. Wer will vielleicht noch ein bisschen Candies oder sowas mit ein bisschen Zucker? Gute Sache. Was trinkt ihr im Winter am liebsten? Schreibt es doch gerne mal einen Kommentar dazu. Es gibt ja die Glühweinfans, auch die Weißglühweintrinker und so weiter. Darf jeder machen, was er will, aber wenn jemand nur ein Rezept oder sowas hat, probiere ich gerne mal aus. In dem Sinn, bis zum nächsten Video. Bleibt meine Freunde. Servus.